Alle Gartenfreunde, neue Woche, neues Video. Zwei Videos wir haben diese Woche wieder gemacht. Für heute eine Information für das Weihnachtsgewinnspiel. Los geht es wie immer nach der Meise. So, Freunde, heute ist der 16. November, am 27.11. haben wir den ersten Advent. Auch dieses Jahr werde ich wieder mein Adventsgewinnspiel bringen. Wir haben es ja jetzt nicht mehr so weit zum Verschicken der Post. Bloß die Preise sind anders. Sind etwas teurer wie in der Ukraine. Die Versandkosten. Naja, drauf geschissen. Einmal im Jahr kann man das schon machen. Also kommt wieder am 27.11. Dann am 5. Januar, für 5. Januar, das ist schon zu spät. Am 5. Dezember, am 12. Dezember, am 19. Dezember, und natürlich wieder am 24. Dezember. Das sind wieder 1, 2, 3, 4, 5 Gewinnspiele, die wir ins Rennen werfen werden. Jetzt weiß ich bloß noch nicht, was ich zeige. Ob ich Saatgut zeige oder mal Fotos zeige. Weil Saatgut, eigenes Saatgut habe ich zurzeit nicht da, weil es ja alles in die Luft geflogen in der Ukraine. Mein eigenes Saatgut. Ich könnte eventuell von geschenkten Saatgut was zeigen, aber ich weiß nicht, ob das für die 5 Videos reicht, oder ich blende Fotos ein, wo ihr dann ein bisschen erraten müsst, was es sein könnte. Zu Bedingungen, wie immer, jeder kann mitmachen. Wir werden bloß bei den Gewinnern später mal über Facebook oder YouTube oder per E-Mail einige Nachrichten austauschen. Irgendwas hat beim letzten Gewinnspiel den Knoblauch nicht hingehauen. Habe ich zweimal verschickt. Einmal hat es über einen Monat gedauert, bis es zurückkam, und dann habe ich das nochmal verschickt. Kam auch wieder zurück. Habe ich ja knapp 10 Euro Versandkosten gehabt, ich schicke das nicht nochmal. Weiß nicht, ob die Adresse nicht richtig war. Irgendwas nochmal schicke ich das nicht an den Gewinner. Entweder habe ich reingelegt oder die Adresse stimmt nicht oder. Keine Ahnung, jedenfalls kommt es zweimal zurück.
Dann noch was? Na dann, also sozusagen hin und her schreiben. Bei den Gewinnern. Wenn ich natürlich weiß, wer es ist, gibt ja viele, die immer mitmachen. Wie, sagen wir mal, zwei Namen. Gartenarche oder Radieschen. Die machen ja immer mit. Bei denen weiß ich die Adressen oder die haben ja schon ein paar Mal mitgemacht. Haben wir auch schon gewonnen. Bei denen kommt das auch rein, das weiß ich. Also bei denen, die immer mitmachen, weiß ich genau, dass das reale Personen sind. Sonst noch was? Die Verlosung, die Auslosung der Gewinner wird dann bestimmt wieder so das erste Wochenende im Januar kommen, in Livestream. Deswegen beschiss man über den Auslosungscomputer, mache ich das nicht. Die kann man ja auch tricksen. Sonst noch irgendwas zu erwähnen? Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall bin ich wieder gespannt, wer alles mitmacht. Darum erstmal die Information, dass ich das auch in Deutschland veranstalten werde, dieses Weihnachtsgewinnspiel. Also Gartenfreunde, würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal bis zum ersten Weihnachtsgewinnspiel, ersten Advent, den 27. November. Jetzt werden wir noch was fürs Wochenende machen. Aber doch nicht verraten. So, Freunde, das war's erstmal für heute. Bis Sonnabend. Slava Ukraine. Das war's.